Geliebte Freunde, da seid ihr endlich wieder. Ihr denkt euch auch so, yo, der Chris hat sich mal wieder 10 Tage verpisst und das reimt sich sogar, weil ich nochmal Rapper war und das reimt sich auch, was ein Zufall. Ja, das war auch wirklich so, ich war jetzt 10 Tage weg. Das hat auch den Grund, dass ich euch jetzt was vorstellen möchte und zwar mit voller Stolz. Ja, ich klopfe mir auf die Brust, auf meine harte, fette, behaarte Knabenbrust. Ich möchte euch das neue Format, das Schuh-Tagebuch, vorstellen. Über ein Jahr Planung, viele, viele Mädels und viele, viele Schuhe, ja, sind jetzt da durchgegangen. Zeigt eure Begeisterung mit einem Daumen nach oben, meine Freunde. Und eben eine schnelle Erklärung dazu, durch die Härtetests stand halt nicht nur die Produkte im Vordergrund, sondern auch die Schuhe irgendwie. Habe ich das gemerkt, dass da viele, viele nach den Schuhen gefragt haben. Und deswegen bekamen die Mädels ja immer auffällige Modelle, damit die Videos natürlich ein bisschen auffälliger sind, ein bisschen krasser aussehen, weil wir styletechnisch voll dabei sind. Und die möchte ich euch vorstellen. Ja, an die weiblichen Geschöpfe, für euch habe ich was ganz, ganz Geiles am Start. Die erste Folge ist an einer Verschenkung gebunden. Das ist sowas wie ein Gewinnspiel, nur halt ohne irgendwelche Pflichten und sowas. Das heißt, ihr könnt dann, Chucks nicht gewinnen, aber dafür von mir geschenkt bekommen. Ganz wichtig ist, dass dieses Format auch am Blog gebunden ist. Das heißt, ihr erfahrt hier eigentlich im Video etwas über den Ersteindruck, über die Qualität, könnt euch da ein Bild von machen und im Blog wird dann halt der Langzeittest über mehrere Artikel dann geschrieben. Könnt ihr einfach mal angucken und mal reinschauen. Das hat den Grund, dass in Verbraucherportalen, die ich euch auch noch vorstellen werde, da bin ich sehr aktiv und da wird immer nur der erste Eindruck geschildert. Das ist für mich einfach zu wenig und deswegen ist meine Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem möchte ich mir gemeinsam mit euch einen Namen in der Sneaker-Szene machen, damit ich eine ganz große Größe bin wie der Apo Red, denn das ist natürlich auch mein Vorbild, selbstverständlich, aber auch volle Kanone. Und die Männer unter euch, die jetzt auch zuschauen werden, weil ich ja 90% nur männliche Mitglieder habe, hallo, die können dann halt herausfinden, was denn die Frau, ja, eure Freundin so für Schuhe haben möchte oder auch nicht. Und wenn ihr möchtet, dann kann ich euch auch gerne beraten oder auch Fragen beantworten. Ich kenne mich da bestens aus, also eigentlich tatsächlich sehr gut. Und deshalb deshalb scheut euch nicht, unten einfach mal was in den Kommentaren zu hauen. In der ersten Folge stelle ich euch das Modell Dainty UX von Converse All-Star vor. Mir assistiert natürlich die geliebte Johanna, wer sie nicht kennt. Johanna hilft im Schuh-Tagebuch mit, das heißt, ihr seht was von ihr im Blog und ihr seht sie auch bald in Härtetests. Ich habe da immer was mit ihr gedreht und ja, ich blende euch mal einfach was ein dazu. Und unterhalb des Videos findet ihr halt ihr Profil, könnt euch mal reinlesen, wer das ist, wer das so testet und könnt euch auch die Artikel dazu dann reinziehen. Den Link zu den Schuhen und zum Blog findet ihr dann in der Beschreibung. Ich habe euch alles verlinkt, was verlinkbar ist. Und jetzt fangen wir mal an. So, meine Freunde, der Schnitt der Chucks Dainty UX ist qualitativ hochwertig. Nichts ist irgendwie falsch vernäht oder verbogen oder könnte irgendwie andersweitig am Fuß stören. Was auch die liebe Johanna dann im Blog persönlich bestätigt. Der Stoff besteht nicht nur aus Gras, sondern aus Canvas und ist halt enorm strapazierfähig. Chucks halten nicht umsonst so viele Jahre durch, obwohl sie eigentlich relativ dünn sind. Was fällt euch männlichen und weiblichen Sneakerheads auf? Richtig, die Chucks sehen eigentlich irgendwie ganz anders aus und das hat auch einen besonderen Grund, denn die Version Dainty UX steht für ein eleganteres Design. Die Schuhe passen sich besser am Fuß an und der Schuh allgemein sieht einfach zierlicher aus. Ne? Das gilt auch für die Sohle, die hier komplett neu designt wurde, aber dennoch im Chuck-Style gehalten ist. Ich zeige es euch mal alles hier im Hintergrund. Dieselbe Version gibt es dann auch noch knöchelhoch. Ich habe sie euch unten mal verlinkt. Könnt euch mal reinziehen, ob die vielleicht besser gefällt. Ich möchte zwar Markenschuhe nicht unbedingt hervorheben, weil ich der Meinung bin, dass Marke nicht unbedingt gut sein muss, aber ihr könnt ganz gut an den Nähten erkennen, dass es sich doch lohnt, ein bisschen mehr zu bezahlen, denn die Nähte sind wirklich exzellent und super sauber gearbeitet und reißen einfach nicht. Ne? Und was darf nicht fehlen? Richtig, originale Chucks sehen nur dann authentisch aus, wenn das Emblem aufgenäht ist. Es befindet sich einmal auf der Zunge und einmal hinten an der Hacke. Kein Plan, warum da so eine Verfärbung ist. Johanna hat die Schuhe noch nicht getragen. Ja, meine Freunde, beim Chris könnt ihr auch noch lernen, denn die wenigsten Chucks-Träger wissen, dass fast alle Chucks-Modelle eine Verstärkung an der Hacke haben. Ne? Ihr erkennt das ganz gut hier hinten an der Naht und das stützt einfach euren Fuß. Das ist, ihr habt einen sicheren Halt, ihr könnt damit besser laufen und das haben zum Beispiel diese billig nachgemachten Schuhe aus Discountern nicht und dann wirken die auch einfach verzogen und nicht richtig vernäht. Und wofür sind die Ösen da? Nicht nur, damit die Füße belüftet werden, um das mal so zu sagen. Sie dienen auch für eine besondere Schnürung, also wenn ihr Bock habt, dann würde ich sagen, bei 5 Daumen nach oben. Nee, Quatsch, das muss schon krass sein. Bei 40 Daumen nach oben werde ich Johanna dazu zwingen, die Schuhe so zu schnüren, wie es eigentlich auch möglich ist. Die Ösen für die Schnürsenkel sind parallel zueinander sehr gut angebracht und auch ordentlich befestigt. Das heißt, die sind nicht locker oder können euch irgendwie abreißen. Und die Schnürsenkel selbst sind in Ordnung, obwohl ich halt farbige Schnürsenkel irgendwie besser finde. Chucks fallen durch ihre Kappe auf, das vordere Teil, was ja, das Design eigentlich ausmacht. Und auch die ist super angebracht, super vernäht und passt. Ihr erkennt Fakes meistens daran, dass die Kappe vorne falsch vernäht ist oder halt optisch überhaupt nicht passt. Die ist entweder zu
dick, zu dünn oder passt einfach nicht zum Schuh. Fast genauso wichtig wie das Design ist natürlich die Sohle, denn darauf lauft ihr und wenn die abgelaufen ist, dann kann man die Schuhe theoretisch gesehen eigentlich wegschmeißen und das wollen wir natürlich nicht. Der Style ist natürlich typisch im Converse Chuck Style ja, gehalten, sie ist allerdings natürlich durch dieses Dainty Modell viel dünner und eleganter, dennoch spürt die geliebte Johanna wenig von den äußeren Einflüssen, das heißt Steine und Co. sind durch das weiche Fußbett, was die Teile haben, dann doch nicht so gut spürbar, was positiv für die Füße ist. Sie hat die Schuhe schon einige Monate länger und die Sohle reibt sich eigentlich genauso schnell oder auch langsam ab wie bei den klassischen Chucks, obwohl ich der Meinung bin, dass die Schuhe hier in dem Fall länger gehalten haben in dem gleichen Zeitraum wie die normalen Chucks. Dann natürlich mein Fazit, ein wirklich schöner, hochwertiger Schuh für kleine Damen mit schmalen Füßen. So gibt es endlich Schuhe, die nicht klobig wirken, meine Freunde, das könnt ihr euch merken, auch die Freunde, die ihre Freundin was kaufen möchten, merkt euch das einfach, ganz wichtig, wenn ihr eine kleine Freundin habt, die Schuhe sind super. Durch das zierliche Design passen die Schuhe halt ideal zu Röhrenjeans oder auch zu Leggings und die Farbauswahl ist ideal. Und euren Füßen geht es natürlich sehr gut, geliebte Schwestern. Es gibt verschiedene Farben, schwarz, blau, grün, komplett schwarz. Ihr müsst mal gucken, ich habe euch jetzt dieses Modell unten verlinkt. Ansonsten sagt Bescheid. Link zum Blogartikel und Bildern und zum Produkt selbst findet ihr halt in der Beschreibung. Schaut mal rein, da könnt ihr euch nochmal ein genaueres Bild machen. Ich selbst bin halt ein extremer Sneaker-Freak und kann euch halt gerne beraten oder helfen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr neue Schuhe sucht und irgendwie Fragen habt, wo kriege ich die günstiger, worauf achte ich, fragt mich einfach. Ich bin da tatsächlich voll drin. So, auf geht's zur Verschenkung. Also kein Gewinnspiel, das ist eine reine Verschenkung. Das heißt, ich möchte euch was schenken. Das heißt, einer Abonnentin von euch werde ich verschenken. Die Männer jetzt nicht traurig sein. Ihr könnt die guten Damen hier unten dann voll spammen, wenn dann überhaupt welche dabei sind, die sich das angucken. Jetzt außer, ich glaube, Gina ist immer mit dabei. Das weiß ich so ziemlich ganz genau. Und ja, da ich hier als stark femininer Mann Frauenschuhe review, seid ihr halt gefragt und könnt Converse Chucks geschenkt bekommen von mir. Eine Verschenkung deshalb, weil Gewinnspiele an Regelungen gebunden sind, mit denen YouTube halt nicht ganz einverstanden ist. Das gehe ich einfach hiermit aus dem Weg und fertig. Also, was müsst ihr tun? Erstens, den ersten Link anklicken. Euch wird dann eine ganze Ladung Converse angezeigt, die relativ interessant sind. Zweitens, sucht euer Wunschmodell heraus und teilt den Link, einfach oben rauskopiert, bei mir in den Kommentaren und schreibt dazu natürlich eure Schuhgröße, die muss ich wissen und einen lustigen Grund, der zum Kanal passt. Also, wenn ihr irgendwas Lustiges habt, warum ihr die haben möchtet, dann schreibt's rein. Ist immer ganz interessant. Hierzu sind neue, aber auch die alten Abonnenten herzlich eingeladen. Also, hi, herzlich willkommen. Die Verschenkung läuft ab heute bis nächsten Monat. Ich habe jetzt eine Aufnahme gemacht und weiß nicht, wann ich es hochlade, deswegen rechnet einfach einen Monat drauf. Ich schreibe es unten rein. Du hast 3 Tage Zeit, nach meiner PN zu antworten. Das heißt, ich schicke dir eine Nachricht auf YouTube und wenn keine Antwort kommt, dann wird halt die nächste Person gesucht und anschließend ein Video gemacht von der Verschenkung, dass es dann losgeschickt wurde und so weiter und so fort. Fotos für Instagram wäre nice, dann hätte ich auch einen Beweis. Musst du aber nicht unbedingt machen, wäre trotzdem cool. Also wenn du stylisch bist, mach's gerne. Wenn du nicht stylisch bist, mach's genauso. Die Links zur Verschenkung, Artikel und alles, was dazugehört, wie oben erwähnt, findest du in der Beschreibung. Einfach mal reingucken. So, ich würde mal sagen, vielen Dank, denn wir sind bei der Endcard und somit herzlich willkommen bei der Endcard, meine Freunde. Oben rechts gelangst du direkt zum neuen Format Cash im Netz und direkt darunter, also könnt ihr ein bisschen Geld verdienen und direkt darunter zu den Rap News. Erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es freut mich sehr, dass ich euch dieses Format hier präsentieren durfte. Daumen nach oben, wenn ihr Lust habt und wir schreiben gleich unten in den Kommentaren. Euer Chris, bis gleich.